Herzlich willkommen zu Soul Food Journey. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Folge Einmal Essstörung, immer Essstörung. Dieses Thema ist mir ganz besonders wichtig, weil mir in den letzten Wochen durch Fragen von Frauen aus der Facebook-Gruppe oder auch durch Nachrichten und E-Mails, die mich erreicht haben, aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele, die bereits eine Therapie gemacht haben oder zum Beispiel in einer Klinik waren, dass sehr, sehr viele sich damit beschäftigen oder damit beschäftigt sind, unterbewusst, was da ist im Leben, wenn die Essstörung nicht mehr da ist. Und ich möchte euch erstmal danken für all die Nachrichten und auch für die Offenheit in der Facebook-Gruppe, denn das ist einfach nur großartig. Das bedeutet, ihr seid losgegangen und seid genau die Menschen, die ich mit meiner Botschaft, mit meiner Sichtweise und meinen Erfahrungen erreichen möchte, da ich nicht den Therapeuten und nicht den Psychologen ersetzen möchte, sondern die Lücke zwischen eurer persönlichen individuellen Therapieerfahrung oder dem Klinikaufenthalt und dem Alltag schließen möchte. Ich möchte für diese riesengroße, also meiner persönlichen Meinung nach riesengroßen Lücke, eine Bewegung, eine Community gemeinsam mit euch schaffen, die füreinander da ist, die nach vorne denkt und die den Glauben an sich hat und Vertrauen auf das eigene Leben, damit sich jeder Einzelne auf den Weg machen kann in Richtung Freiheit, Selbstbestimmung, Vertrauen, Fülle und Liebe. Viele, die jetzt auf dem Weg sind, auch die Frauen, mit denen ich arbeite, die in der Gruppe sind, die mir schreiben, viele fühlen sich, auch wenn sie auf dem Weg sind, nicht frei, führen keinen freien Alltag, fühlen sich nicht losgelöst von Regeln und Verboten, sondern haben immer noch ein, ich nenne es mal Gefängnis, also haben sich selbst ein Gefängnis kreiert aus bestimmten Verhaltensweisen, weil sie sich darin sicher fühlen und gleichzeitig in sich gefangen. Meiner Meinung nach gibt es einen Weg zur vollständigen Freiheit für jede einzelne Frau dort draußen, die eine Essstörung hatte, hat oder emotional ist. Und immer wenn ich Frauen frage, was bleibt in deinem Leben, wenn du deine Essstörung nicht mehr hast, wenn du dieses System, wenn du diese Strategien nicht mehr hast, nicht mehr darauf zugreifst und Gefühle nicht mehr mit Essen betäubst. Es macht mich wirklich traurig, das zu sagen, doch viele von diesen Menschen, von diesen Frauen, wissen es nicht. Oder sie überlegen erstmal ganz, ganz lange und sind sich dann, wenn eine Antwort kommt, immer noch ganz unsicher, zurückhaltend, wissen nicht, was da in ihnen steckt, wissen nicht, wer sie wirklich sind, wissen nicht, was sie stattdessen wollen, wissen nicht, womit ihr Leben anstatt der Essstörung gefüllt sein kann oder vielleicht bereits schon gefüllt ist. Und durch all die Gespräche, Fragen und Themen, die ich besprochen habe, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich mit Verstehen, Loslassen, Annehmen, Dankbar sein? Hier scheint noch ein ganz anderer Aspekt und aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung ist da auch noch ein anderer Aspekt, der ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, um in Freiheit, Vertrauen und Selbstbestimmung zu leben, langfristig gesehen und nachhaltig. Und zwar geht es bei diesem Aspekt, von dem ich spreche und über den ich heute sprechen möchte und warum in mir diese Frage aufgekommen ist, einmal Essstörung, immer Essstörung. Es geht um die Erlaubnis. Es geht um die eigene Erlaubnis von dir an dich,
vom Verstand bis zum Herzen. Wer willst du sein? Was denkst du über dich, wenn du in den Spiegel schaust? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du denkst, ich bin essgestört, ich bin gestört, ich bin psychisch labil, ich bin krank. Eine andere Möglichkeit ist, dass du denkst, ich habe eine Lektion vom Leben bekommen, die mir dabei helfen wird, meinen Herzensweg zu finden und zu gehen. Für ein freies, wertvolles Leben. Ich kann jeden Tag dadurch lernen und wachsen. Ich allein in mir durch Talente und Fähigkeiten, die ich bereits in mir trage und habe. Hast du eben beim Zuhören, während des Zuhörens, einen Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen gespürt? Es mag tatsächlich hart klingen, was ich sage, doch wer denkt, dass er essgestört ist, dass er krank ist, dass er psychisch labil ist, wie soll dieser Mensch sich frei fühlen, gesund werden oder an ein glückliches Leben in Freiheit und Selbstbestimmung glauben? Denn der Glaube ist deine Wahrheit. Und ich bin der Meinung, dass es nicht möglich ist, ein Leben in Freiheit zu führen, wenn du die Überzeugung in dir trägst, ich bin essgestört, ich bin krank. Das widerspricht sich. Du kannst dir an dieser Stelle so viel Wissen, wie du willst, aneignen. Doch wenn du dir selbst nicht die Erlaubnis vom Verstand bis zum Herzen gegeben hast, gesund zu sein, nicht die Essgestörte zu sein und dich selbst nicht länger gestört zu fühlen, dann hält dich dieser Glaubenssatz auf. Er blockiert dich in jeder Hinsicht. Und auch das ist ein Gedanke. Wenn du denkst, wenn du davon überzeugt bist, wenn du es zu deiner Realität, zu deiner Wahrheit gemacht hast, ich bin essgestört, ich bin krank, ich bin unheilbar, dann wirst du danach leben und diese Gedanken denken, wenn auch unbewusst, bis du diese Gedanken bewusst wahrnimmst und eine Entscheidung für dich triffst. Du fragst dich jetzt mit Sicherheit, was dafür notwendig ist, um deine Identität mit der Essstörung so weit zu verstehen und anzunehmen, dass du deine Gedanken in der Hinsicht ändern kannst, deine Wahrheit verändern kannst. Ich kann dir selbstverständlich, und das sage ich auch immer wieder, weil ich denke, ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann dir kein Rezept geben, ich werde dir keine Lösung nennen, ich werde dir niemals sagen, was richtig und was falsch ist. Es ist dein Weg. Es ist dein individueller, persönlicher, einzigartiger Weg, genauso einzigartig wie dein Leben ist. Doch was ich kann und was ich möchte, was ich mir wünsche, durch all das, was ich rausgebe, was ich mache, was ich mit dir teile. Ich möchte dich dazu einladen, im ersten Schritt für dich herauszufinden, welche dieser Gedanken du denkst. Bist du davon überzeugt, dass es einen Weg für dich gibt? Glaubst du an dich und dein Leben? Vertraust du darauf, dass ein Leben ohne Essstörung möglich ist, sich gut anfühlen kann? Und dass dieses Leben in Freiheit und Selbstbestimmung führen kann. Wenn du spürst, dass deine Antwort deiner inneren Stimme, deiner Intuition, deiner Emotion Nein ist, bewerte es nicht als richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Wenn die Antwort Nein ist, dann kennst du deine Antwort auf die Frage, und du kannst daraus deinen nächsten Schritt schlussfolgern.
Schlussfolgere nicht, ich werde es niemals schaffen. Es ist ein Gedanke. Schlussfolgere den nächsten Schritt auf deinem individuellen Weg aus dem Nein. Du kannst dich damit auseinandersetzen, was der Preis und was der Gewinn deiner Essstörung für dich persönlich bedeutet. Ich selbst hatte damals so eine ganz, ganz, ganz lange Pro-Liste für meine Essstörung. Das ist für mich aus heutiger Sicht und im Nachhinein ganz logisch ist, dass ich sie zu dem Zeitpunkt nicht annehmen, also es war noch nicht mal daran zu denken, sie anzunehmen oder mich anders verhalten wollte oder mich irgendwie mit ihr anfreunden wollte, um einen anderen Weg zu finden, das war gar nicht denkbar. Ich habe so viel Positives aus meiner Sicht, aus meinen Gedanken heraus, meine einzigartige Perspektive. Ich habe aus meiner Sicht so viel Positives aus meiner Essstörung gezogen, dass ich einfach gar nicht anders sein wollte und auch nicht anders handeln wollte. Also da zu dem Zeitpunkt war noch nicht einmal der Wille da und von einer Entscheidung in der Hinsicht war ich noch ganz weit entfernt. Deswegen, es gibt wirklich ganz verschiedene Phasen und jeder Einzelne befindet sich immer auf seinem individuellen Abschnitt auf einer Reise. Und in diesem Abschnitt damals war für mich aus meiner Sicht nicht daran zu denken, dass es da irgendeinen Weg gibt, der besser, schöner, glücklicher, zufriedener sein könnte. Denn der Gewinn der Strategie Essstörung war so viel größer aus meiner persönlichen Sicht als der Preis, den ich dafür gezahlt habe. Sodass ich daran festgehalten habe und mir ein Leben ohne Essstörung gar nicht vorstellen wollte. Es bestand kein Bedarf, etwas zu verändern. Aus meiner Sicht. Und es geht auch nochmal, es geht immer um dich. Es geht bei deiner Essstörung um dich. Such nicht die Schuld im Außen. Such nicht Erklärungen für bestimmte Dinge im Außen. Versuch dir nicht, neue Konstrukte zu erschaffen und neue Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen du dich selber eingrenzt und gleichzeitig wieder sicher fühlst. Das ist nicht Freiheit. Das ist ein neues Gefängnis, was du dir auch wieder selbst erschaffst. Von daher richte den Blick nach innen. Als sich jetzt das Verhältnis zwischen Gewinn und Preis, was ich eben beschrieben habe, verändert hat und ich das Gefühl hatte, dass mein ganzes Leben aus den Fugen gerät und ich wirklich nur noch zahle und nur noch hinterher heche mit meiner Essstörung, ohne einen Gewinn daraus zu ziehen. Also als der Preis höher war, als der Gewinn gefühlt. Zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob ein Leben ohne Essstörung vielleicht schöner, glücklicher oder entspannter sein könnte. Und durch diese eine Erkenntnis, durch diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe, aus dem, was scheiße und was schlecht lief, aus dieser Erkenntnis habe ich für mich entschieden, ja, es gibt ein Leben. Andere führen ein anderes Leben. Ich möchte mein Leben führen. Und zwar möchte ich mein Leben so führen, wie ich es mir wünsche und wie ich es mir vorstelle. Und ja, es ist möglich und es ist machbar ohne eine Essstörung. Somit ist meine Antwort im Nachhinein aus jetziger Sicht, aus heutiger Sicht ganz klar. Und zwar ja. Ja, es gibt ein Leben ohne Essstörung. Und ja, dieses Leben ist entspannter. Denn wer sagt, dass ein Leben mit Essstörung schön ist? Hat dir das jemals jemand gesagt? Hat dir jemals jemand garantiert, hungere dich runter oder iss, bis es dir schlecht geht und kotz das Essen wieder aus? Egal was es ist, ob Magersucht, Bulimie oder Binge-Eating, ganz egal was es ist, ich bin mir sicher, niemand hat dir dazu geraten und niemand hat dir erzählt, dass das ein schönes Leben ist und dass das Leben so aussieht. Du
allein erzählst dir mit deinen Gedanken ganz bestimmte Geschichten, die keineswegs wahr sein oder der Realität entsprechen müssen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Du hast jeden Tag die Wahl, dich für ein Leben mit oder ein Leben ohne Essstörung zu entscheiden. Und ein Leben ohne Essstörung bedeutet ein Leben mit dir. Ein Leben im Einklang mit dir, mit allem, was in dir steckt, mit allem als Mensch, der du bist. Ein Leben mit dir bedeutet aus meiner Sicht, dass du dein Bewusstsein schärfst. Und das bedeutet für mich zum Beispiel auch Selbstbewusstsein, sich seiner eigenen Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen, seiner selbst in dem Maße bewusst sein, dass du in jedem Moment frei für dich entscheiden kannst, wie du sein, wie du denken, wie du fühlen und wie du handeln möchtest. Dieser Wandel, den ich mit dieser Folge beschreibe, ist nicht von heute auf morgen möglich. Und wie du bereits selber festgestellt hast, nehme ich an, reicht es nicht aus, es zu wissen oder zu wollen. Du musst eine ganz klare Entscheidung für dich treffen, eine Art Vertrag mit dir selbst schließen. Und nachdem du diese Entscheidung für dich getroffen hast, für ein Leben mit dir, mit deiner selbst, im Bewusstsein deiner selbst, kannst du dich auf eine Reise zu deinem Ich begeben. Wenn mich Menschen fragen, wie hast du es geschafft, deine Essstörung anzunehmen, zu lieben und als deine beste Freundin zu verstehen, dann könnte ich natürlich tagelang darüber sprechen. Ich könnte Bücher darüber schreiben. Doch um diesen Menschen eine Antwort zu geben in dem Moment, in dem ich gefragt werde, sage ich immer, ich habe mich die letzten 3 Jahre auf eine Reise gemacht, auf eine Reise zurück zu meinem ursprünglichen Ich. Und mit dieser Entscheidung dafür, dass es einen Weg gibt für dich, für jeden einzelnen Menschen, und du für dich losgehst, hangelst du dich Stück für Stück zurück zu deinem individuellen, persönlichen, einzigartigen Selbst und lernst dich Stück für Stück bewusst kennen und lieben. Und nachdem du all mein Wissen angehört und aufgenommen hast, kennst du auch meine Antwort auf den Titel dieser Folge. Einmal Essstörung, immer Essstörung. Wenn du denkst, ich bin essgestört und das zu deiner Realität machst, dann wirst du dich auch gestört, krank und psychisch labil fühlen. Entwickel einen Glauben daran, dass ein Leben ohne Essstörung möglich ist. Vertraue darauf, dass es auch für dich einen individuellen Weg gibt und du dich zu jedem Zeitpunkt des Tages dafür entscheiden kannst, ein Leben mit dir zu führen. Und ich sage nicht, dass du die Essstörung bekämpfen musst, dass sie weggehen muss, dass sie weg soll. Das ist ein anderes Thema. Es geht erstmal darum, diese Erlaubnis zu haben, daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass es ein Leben mit mir, nur mit mir gibt und dass es schön sein kann, glücklich sein kann und das Ganze ohne Essstörung möglich ist. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge bereits jetzt viel für dich mitnehmen und ich möchte dir zum Ende noch eine Geschichte von dem kleinen Tiger erzählen, die aus meiner Sicht dafür steht, dass wir nicht immer der Mensch sind, der wir denken zu sein. Denn niemand sagt, dass du essgestört, gestört oder krank sein musst, oder? Es war einmal ein kleiner Tiger. Seine Mutter war gleich nach seiner Geburt gestorben
und es hatte sich eine Herde von Schafen seiner angenommen, die in der Nähe weideten. Die Schafe nahmen den Tiger als einen der ihren auf. So wurde aus dem kleinen Tiger bald ein großer und stattlicher Tiger. Aber er benahm sich wie ein Schaf. Er fraß Gras, blökte wie ein Schaf und suchte den Schutz der Herde. Obwohl tief in ihm die Kraft eines Tigers schlummerte, glaubte er fest daran, ein Schaf zu sein. Nun schlich sich eines Tages ein alter Tiger an die Schafherde heran, um eines von ihnen zu reißen. Als er den jungen Tiger inmitten all der Schafe grasen sah, wollte er seinen Augen kaum glauben. Er jagte zu ihm hin, packte ihn am Nackenfell und schleppte ihn zu einer Wasserstelle. Der junge Tiger roch wie ein Schaf und wehrte sich ängstlich gegen die Behauptung des alten Tigers, er sei kein Schaf, sondern eine Raubkatze. Der alte Tiger bestand darauf, dass der junge Tiger sich sein Spiegelbild im Wasser anschaute. Und da stellte er fest, dass er wirklich kein Schaf war, sondern ein Tiger. In diesem Moment brach ein gewaltiges Brüllen tief aus seinem Inneren hervor und er erkannte seine wahre Natur. Was möchte ich dir mit dieser Geschichte auf den Weg mitgeben? In dir schlummert dein wahres Ich. In dir schlummern Talente, Fähigkeiten, Stärken, Kräfte, Energie, die einzigartig sind, die individuell sind, die du bist. Richte den Blick nach innen. Finde für dich heraus, womit du dich im Moment identifizierst, für welche Menschen du dich hältst, ob du die Essgestörte bist oder ob der Glaube und das Vertrauen an ein Leben ohne bereits da sind. Und finde für dich heraus, welchen Gedanken du im Moment lebst. Und was ich dir wirklich sagen und versprechen kann, ist, dass wenn der Tag gekommen ist, an dem du deine wahre Natur vielleicht nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder entdeckst, siehst oder spüren kannst, dann wirst du vielleicht nicht unbedingt brüllen, aber es wird sich anfühlen wie ein Ausbruch, wie ein riesiges, großes, lautes Aufbrechen. Denn das bedeutet, du hast alle Grenzen, alle Blockaden, die da sind im Moment, gesprengt. Die sind offen. Du hast viele neue Wege ausprobiert. Du hast dich deiner selbst geöffnet. Und du siehst jetzt bis auf deinen Ursprung zurück. Dein wahres Ich, deine wahre Natur, dein Ursprung, dein Kern. Und ich bin felsenfest davon überzeugt. Und es ist einfach so, dass jeder Mensch diese wahre Natur in sich trägt. Mit oder ohne Essstörung. Glaub daran. Glaub daran, dass du einen Kern in dir hast. Und begib dich auf die Reise dorthin, durch alles, was ist, mit allem, was ist, mit allem, was du denkst, mit allem, was du fühlst, mit allem, was du tust. Ich sage nicht, dass es einfach ist, im Gegenteil, es ist anstrengend, doch auch das ist ein Gedanke und selbst die Anstrengung lässt sich in Neugierde umkehren. Auch ich bin kein perfekter Mensch. Auch ich habe meine Gedanken, meine Gefühle, meine Taten. Und alles, was war, jahrelang, ist ja auch nicht gelöscht. Die Erinnerungen daran sind ja da.
Und die Erinnerungen berühren mich immer wieder. Und ich bin selber manchmal erschrocken darüber, auch welche Gedanken ich heute manchmal noch habe. Doch der große Unterschied ist, ich verliere mich nicht in diesen Gedanken. Ich nehme sie bewusst wahr. Ich nehme sie erst einmal ganz bewusst wahr. Und ich sehe sie als Weckruf für zum Beispiel, ich bin gerade überfordert, ich habe mir zu viel aufgeheizt, ich weiß gerade nicht, womit ich anfangen soll, ich bin gerade traurig, ich bin gerade unglücklich, ich bin unzufrieden, ich vermisse einen Menschen, ich denke an einen Menschen, der gestorben ist. Ich weiß heute bewusst, was ich denke, woher dieser Gedanke kommt und auch, was ich mir stattdessen vorstellen kann. Deswegen ist aus meiner Sicht für diese vollständige Freiheit, von der ich immer spreche, Freiheit und Selbstbestimmung, Vertrauen, Liebe, Fülle, die steckt in dir. Und aus meiner Sicht ist dafür notwendig, nicht in einen Kampf zu gehen oder gegen Essen zu kämpfen, sondern wirklich den Blick nach innen zu richten, auf sich selbst, auf die Gedanken, auf die eigenen Systeme, auf die Strukturen, Regelsysteme, die wir uns geschaffen haben, den Blick nach innen zu richten und Bewusstsein über alles, also sich Bewusstsein über alles, was in dir ist, zu verschaffen. Du kannst es dir vorstellen wie ein Memory-Spiel und da sind noch ganz viele Karten, die sind noch nicht aufgedeckt. Und was du tun kannst, ist jede Karte Stück für Stück mit der Zeit, die du brauchst, die dir gut tut, jede Memory-Karte nach und nach aufzudecken. Und alles, was da aufgedeckt wird, erstmal wahrzunehmen, vielleicht sogar zum ersten Mal wahrzunehmen. Und irgendwann eines Tages hast du mit der Zeit alle Memory-Karten umgedeckt und hast ein riesengroßes Selbstbewusstsein darüber geschaffen. Dir ein Bewusstsein über dich als Ganzes geschaffen. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist meiner Meinung nach einfach Gold wert. Wertvoll. Phänomenal. Verändernd. Und bringt so viel Energie mit sich, die du vielleicht heute noch für andere Dinge aufwendest, die dann freigesetzt werden für das, was du wirklich möchtest. Für das, wonach du dich wirklich sehnst und für das Leben, was du dir wirklich vorstellst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Auch mich hat sie sehr berührt, weil ich weiß, dass mir das ganz, ganz wichtig war, in Worte zu fassen und in dieser Folge zusammenzufassen, sodass es verständlich ist und auch für dich zum Mitnehmen für deinen eigenen Weg verständlich ist und wird. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn wir uns auch auf Facebook, Instagram vernetzen, wenn du den Podcast auf iTunes abonnierst oder bei YouTube anhörst, mir Kommentare hinterlässt oder eine Bewertung. Ich freue mich über alles, was passiert und kommt, weil ich dadurch weiß, dass es Menschen erreicht hat. Und ich weiß, dass durch das Erreichen anderer Menschen diese Community, diese Gemeinschaft, um die Lücke zu schließen, dass sie größer wird und wächst, sodass jede Frau dieses Wissen bekommt und dass jede Frau diese Botschaft erreicht, dass sie den Glauben und das Vertrauen in sich und in ihr Leben haben kann und dass sie nicht alleine ist mit dem, was jetzt gerade ist. Ich habe außerdem letzte Woche ein kostenloses E-Book erstellt über Diätmentalitäten. Und du findest alles, also auch den 5-Tage-Soulfood-Kickstart-Gratis-Kurs, die Anmeldung für meine Tipps wöchentlich jeden Montag, um uns miteinander zu verbinden. All das findest du auf meiner Website unter Geschenke. Ich setze auch den Link unten nochmal mit rein. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich Schritt für Schritt auf deine individuelle persönliche Reise begibst. Und dich jederzeit bei mir meldest, wenn du merkst, ich brauche hier Unterstützung, ich wünsche mir hier Begleitung.
Du bist nicht allein mit nichts, was du denkst oder fühlst. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche, deine Kira.